war wieder ein kurz vor Herzinfarkt. Alter, was passiert hier, Mann? Guten Tag, meine Lieben. Wir müssen mal wieder ein bisschen Content liefern. Und da haben wir ja genug Maschinen, die dafür super geeignet sind. Heute 140er Kabelbaum, habt ihr ja im letzten Video gesehen. Der sieht nicht mehr ganz so frisch aus. Er muss raus, den schicken wir ein. Dann kriegen wir den ersetzt. Drosselklappe kommt auch gleich mit. Da bin ich mal gespannt, wie er läuft. Und dann will ich eigentlich nochmal drunter gucken. Das heißt, es gibt auch heute eine Bestandsaufnahme. Ich heiße euch willkommen zu einem weiteren Video. Moin Moin. Ich würde mich natürlich wie immer über ein wunderschönes Like freuen. Lasst gerne ein Abonnement da. Wenn euch 140er-Content interessiert, Taxi-Content und alles, was so da drumherum geschieht und passiert im Bereich Automobil. Achtung, 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 bevor ihr jetzt die Bestandsaufnahme seht, weiß ich schon, dass ich jede Menge Teile brauche und ihr kennt mich, ich bestelle bei keinem anderen als bei Europas Nummer 1. Autodoc. Ja, das ist die gute App. Die könnt ihr im Store eures Vertrauens kostenlos runterladen. Hier eure Autos hinterlegen. Aktuell S-Klasse, Großsysteme, 140er, zack. Gebt ihr hier oben ganz einfach ein, was ihr sucht. Aktuell bin ich zum Beispiel auf der Suche nach einer Servopumpe, ne? Die geben mir dann hier ganz Suche ein. Zack, da ist dieses Ding. Könnt ihr euch hier ganz bequem eine aussuchen, hier oben schon die Hersteller auswählen, welchen ihr gerne hättet. Aber das ist natürlich nicht alles. Autodoc hat wirklich für jedes Auto, jedes Ersatzteil da, das immer zu fairen Preisen. Aktuell gibt es auch, wie man hier schon unschwer erkennen kann, 45% auf Öl und Flüssigkeiten, auf die Bremsanlage, auf Teile wie Filter, auch für den Motor. Im Moment ist hier aber richtig was los, ne? Hier kann man ordentlich sparen, auch wenn man über die App bestellt, ist es immer günstiger als auf der Website. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese App runterzuladen. Ihr könnt in der App auch den Sendungsstatus verfolgen. Alles super transparent. Die Berater stehen euch gerne zur Verfügung von Autodoc und helfen euch bei der Wahl der richtigen Teile. Also es lohnt sich auf jeden Fall, diese App runterzuladen. Link ist in der Videobeschreibung, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Mein alter Schulfreund Hassan ist heute auch mal wieder am Start. Wunderbar. Und was haben wir hier schon gesehen? Alles blank. Hier ist blank. Ist das auch Motorkabelbaum? Ja, und die, das ist wirklich blank. Ja, ich weiß, deswegen läuft er auch nicht mehr ganz so schön. Gegeneinander legt. Obwohl, ich muss sagen, heute lief er ganz gut, ne? Wir haben ihn eben ja schon mal angeschmissen, um hier ein bisschen Servoflüssigkeit nachzufüllen. Das hattet ihr mir ja dringend geraten. Hat super funktioniert, macht jetzt nur noch ein bisschen Geräusch, aber schon deutlich besser. Ja, jetzt muss der Motorkabelbaum raus. Ich glaube, das ist bei dem M119 gar nicht so ein Problem, weil das alles schön oberhalb liegt. Das ist hier der Hauptstecker, ne? Dann läuft das hier so durch in dieser Rail hier vorne zur Zündung. Zack, zack, zack. Holen wir alles raus. Und wie du hier schon eben gesehen hast, richtig gesehen hast. Ja, es ist... Also ich glaube, es ist Sensor noch ein Versteller. Oder hat er überhaupt sowas? Ja, ich glaube schon. Guck mal hier, da sieht man es. Wenn man den hier abmacht, sieht man es noch doller. Da ist alles richtig schön porös drin. Das lassen wir einfach alles so drin, schrauben wir so ab. Das kriegen die so mit Plastik zugeschickt. Ja, was das hier ist, das haben wir uns auch schon eben gerade gefragt. Vielleicht weiß der Chat mehr. Das ja, geht hier so rüber, machen wir ein bisschen Licht hier drüben hin. Das ist gar nicht das hier, ne? Ne, das sieht ganz komisch aus hier. Hier, da, Das ist das Kabel am Ende. Das ist das, was hier ist, ne? Aber was soll das? Das geht dann auch da wieder rein und da hinten... Kommt das hier raus? Das hier wieder raus. Und dann geht es da ganz runter. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ja, vielleicht weiß der Chat mehr, ne? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir machen uns mal eben dran, bauen den mal eben schnell aus. Bin gespannt, wie er von unten aussieht. Hinten poltert es ja auch ein bisschen. Was da wieder Sache ist. Das Wasserleck. Können wir auch nochmal gucken, obwohl jetzt noch Wasser drin ist. Das habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht nur beim Motorlauf verliert er nur. Ich würde sagen, wir basteln das mal eben raus. Hassan hilft mir. Und dann... Ja, ne? Die läuft ja noch. Und bevor das Geschrei wieder ganz groß ist, natürlich mache ich auch einen Service. Ich warte gerade auf die Teile, ich habe alles bestellt, von Zündkerzen über Servoöl, über Kühlflüssigkeit, also alle Flüssigkeiten, Filter, Benzinfilter und so weiter und so fort. Alles wird neu gemacht, alles wird ausgetauscht. Crash land in the palm of my hand. Bad little flex wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up in Slitty wherever we float. I came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, but I mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit a trip. Life is lit, take a breath. That's it. Now it's wild, this shit a trip. Life is litty, shit a gift, bitch. I'm him. I don't
don't really lack nothing. Drip black fish, hit the splash button. Niggas landlocked, too bad for them. And they liable to talk, but it's mad rubbish. It don't mean nothing. From the soil, trying to make it to the top floor of the pit. Ist aber ein langer Apparat, ne? Moin, moin! Haben's schon. Das ging schnell, Viertelstunde, ne? Der ist ja lax. Den wollen wir jetzt mal eben reparieren. Hasan, repariert den mal eben hier. Ich mach schon mal Lötkolben warm, ne? Ja, mach schon mal den Kolben und Ummantler warm. Ja, nee, schön. Ach hier, LMM, ne? Auch kommt ein auch noch raus jetzt. Standardding, ne? Bei, ne? Haben sie oft. Schon? Haben sie oft Krankheit. Der hat schon eine richtig elektronische Einspritzung, ja, ja. Krass, ne? Da kann der sich eine Scheibe mal von abschneiden hier. Aber hier den E-Cut haben sie ja. Hast du da reingebaut? Das ist der E-Cut. Ja, die haben da einen E-Cut eingebaut, deswegen liegen hier immer so komische Kabel. Ein Gatt hat der auch. Habe ich natürlich nicht rausgeschmissen. Kriegt das Ding eigentlich auch Sound? Klar. Nee. Wollen wir die Drosselklappe noch ziehen? Jetzt echt? Ja. Unten den Zahn ziehen, Drosselklappe. Also auch neu. Ich mache keine heimlichen Sachen mehr. Echt jetzt? Hast du schon dabei? Nee, so. Muss auch einschicken, da ist auch irgendwie ein Kabel oder irgendein Scheiß. Ach so. Und irgendwas zum Anlasser, wo ist denn hier der Anlasser überhaupt? Anlasser? Der startet doch perfekt. Ja, irgendwie ein Anlasser, der Meister meinte, mach alles richtig, mein Junge. Aha. Mach gleich, wenn du schon mal einmal, dann mach richtig. Aber Anlasser ist ganz unten drin im Keller. Und dann machen wir es lieber nicht. Ja, gut. Gut. Drosselklappe willst du rausnehmen, ne? Ja, dafür muss das, die LMM oben, muss ich in meinem Runner, ne? LMMMMMMM. Und sitzt hier ganz unten, tief im Block, sitzt das Baby. Hier gibt es nur einen Winkel, wo man den drüber rausziehen kann. Bubek hat sich wieder ein paar Tutorials angeguckt. Aber das Saugrohr muss jetzt nicht ab, ne? Ne, nur das Ding muss runter. Und da unter sitzt das dann irgendwie. Und da sitzt das in so einem richtigen kacki Winkel. Okay. Kann sonst Tutorial anschmeißen. Ich sehe gar keine Schrauben irgendwie davon. Doch, ich sehe da ganz unten eine. Aber dafür muss das Ding hier echt ab. Guck mir ein kleines Tutorial an. Drosselklappe. Man weiß ja zu MKB-Take hat wieder einen rausgeschallert. Der LMMMM muss raus. Drosselklappenentfernung. Jetzt guck mal, da ist das Ding. Zack. Und du willst das Ding jetzt hier haben, ne? Das Ding muss raus, ja. Was? Aber macht die jetzt Probleme oder was? Ich habe keine Ahnung. Der Typ hat zu mir gesagt. Irgendein schlauer Mensch hat dir gesagt, mach das. Ja. Perfekt. Und der hat Plan davon. Okay. Dem vertraue ich. Deine Garage oder wer? Ja. Raphael hat mich direkt angerufen. Ja? Ja. Du, Bobek. So. Ich habe das Video so gesehen. Aus, ne? Machst hier der Zylinderstange neu, ne? Zylinderstange. Ich kenne mich aus mit den Dingern. M119 ist mein Thema. Ist M119? Jo. Ich habe ja noch den Vorgänger, ne? M117. Ja. Auch ein netter. Auch ein ganz guter Kollege, ne? Mit der mechanischen da, ne? Ja, mit der mechanischen Rail, ne? Hat er auch schon Gleitschiene? Ja. Gleitschiene, ja klar. Ja. Gleitschiene, die gehen. Nockenwellenöler, ne? Auch immer neu machen, ne? Ja, auch viel Problem mit der Gleitschiene, ne? Kette, ist zu lang bei dir? Kette oder? Geht noch. Geht hat noch gute Längung. Gute Längung. Läuft noch. Richie! Wenn ihr jetzt die Drosselklappe da unten raus haben wollt, dann sind da so vier Schrauben, die ihr unschwer erkennen könnt. Eine ist schon gelöst. Und irgendwo muss noch ein Gaszug sein, weil der abgelöst. Und dann gibt es so einen ganz bestimmten Winkel, wo man das dann irgendwie hier so quer rausziehen soll. Das ist das Knifflige. So, halbe Stunde später. Hasan hat das wunderbar gemacht. Propfen drauf, damit da nichts reinfällt. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Ich muss mir gleich einen Karton schnappen und den ganzen Bimseler-Simseler reinmachen. Hier ist übrigens die Drosselklappe, falls es jemanden interessiert. Hier drum dreht sich es nämlich um dieses Kabel eigentlich, weil, hört ihr das? Hört man das? Da drin ist es sicherlich auch schön brüchig. Der Schlauch, der hat sich auch verabschiedet. Muss neu, aber das ist auch normal. Die sind halt 30 Jahre alt, ziemlich hart und haben mit Gummi nicht mehr viel zu tun. Ist mehr wie so ein Stock. Vielleicht interessiert nochmal der Kabelbaum den einen oder anderen. So, so sieht er aus. Nicht mehr so schön. Das sollte auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Und dann bauen wir den irgendwann in 1, 2, 3 Wochen wieder ein. Und dann gucken wir mal, wie der kleine Lachs läuft. Schieben wir das Ganze mal darüber. Gucken uns den Wagen mal von unten an. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Viel Spaß mit der Unterbodenbestandsaufnahme. Kriegt das Ding TÜV nochmal? Wir schauen nach. Mein Lieber, jetzt wird's spannend, Chat. 140er. Große Version versus, ne, wie viel darf er denn? Was macht er denn? 4,2. Ja gut, das hat er nicht, ne? Das hat er nicht ganz, ne? Ganz knapp dran, hat 4. Ich glaube, das ist, was wiegt der denn? 2,5? Weiß ich nicht, ich glaube 2,2 würde ich jetzt mal so behaupten. Ja. Wird schon nicht umkippen, oder? Ja, wiegt sich schon durch hier irgendwie ein bisschen? Sieht schon ein bisschen so aus, ne? Oh. Aber das Ding, das kann einiges ab. Dickes Blech, sagt man ja, ne? So. Das war wieder ein kurz vor Herzinfarkt. Alter, was passiert hier, Mann? Okay, jetzt abgerutscht. Der ist abgerutscht. Der sitzt gar nicht drauf. Bühne zerstört, Oldtimer, ne?
So, der große Moment der Wahrheit, der Ehrlichkeit. Wie sieht's aus? Da schwitzt er. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und ist die komplett nass, die Krüge. Die Kröge. Das denn für ein Ding? Den habe ich aber noch nie gesehen. Was denn? Ich war schon unter so viel M119. Ja, hier. Ne? Der Klassiker. Aber ist nicht neu. Ist ein ganz. Ey, es geht aber echt. Fass mal an. Nee, ich fasse halt nicht an. Komm, mach mal. Nö. Trau dich. Nee. Was ist hier denn los? Auspuff, ne? Bisschen. Ne, die Ummantelung hier. Bisschen, ne? Morsch. Ah, hier, da ist er rangegangen. Hassan. Hier siehst du es. Mit dem E-Cut. Direkt daran. Wie sehen die Bremshaltung aus? Wichtiges Thema bei dem Fahrzeug. Mhm. Gut. Okay. Ist gut. Überall so ein bisschen Rost, ne? Aber ja, aber das geht ja. Diese ganzen Stellen sind ja problematisch. Da sieht ja alles gut aus. Aber warum macht der hinten Geräusche? Das ist auch. Was macht der für Geräusche? Ja, der poltert hinten auf der Achse. Aber der Vorbesitzer hat mir gesagt, jetzt nochmal, dass es an dem H&R-Fahrwerk, was hier verbaut worden ist, liegen könnte. Hier am Diff ist auch ein bisschen Siff, ne? Die Teller vielleicht? Sollen die Federn selber poltern, weil sie keine Vorspannung haben, oder was? Weiß ich nicht. Nee, die haben Vorspannung. Guck mal, hier haben wir schon mal einen Lenker neu gemacht. Oh ja. Der sieht frisch aus. Diese Koppelstange zum Stabi. Mhm. Ist neu, da oben ist ein Lenker neu. Ah, ja. Also Lenkerwechsel bleibt dir erstmal erspart hinten. Schon mal schön. Die Gummis sehen top aus hier, guck mal. Neu eingepresst. Ja, stimmt. Richtig gut. Hinterachse sieht auch ziemlich gut aus noch, das Lager. Warte, wo ist das? Ja. Vom Diff ist das, glaube ich. Ich habe gedacht, die werden das sein. Nee, aber die sind ja neu, ziemlich, ne? Ziemlich frisch aus. Also relativ. Eine neue Servolenkung. Echt? Die ist aber richtig am Siffen. Wie? Also sie ist neu oder sie ist am Siffen? Die ist ordentlich am Siffen. Achso, du meinst, Lenkgetriebe oder was? Mhm. Ist ja auch so ein Problem von den Dingern. Lenkgetriebe, oh ja. Mhm. Deswegen hat er auch so vielleicht so im Lenkrad so ein bisschen. Spiel? Erstmal steht das Spiel? Komplett schief, wenn man. Ne? Okay. Und das ist so, das lässt sich so komisch anfassen. So klack, klack, klack. Also Spiel drin. Ja, eben Achse abwobbelt, ne? Ja, mache ich dann mal wieder. Schrauben und dann ist die Achse runter. Guck mal hier, Traggelenke. Traggelenke hat er mal hier unten neu bekommen. Oberer Querlenker sieht auch noch frisch aus. Der hatte ja auch mal TÜV. Siehst du das? Der da. Aber guck mal, wie die ausgeschlagen ist. Da ist deine Manschette schon im Arsch. Ja. Siehst du das? Ja. Da musst du mal nochmal ran, ne? Aber ich dachte, der ist neu. Ja, der sieht so frisch aus irgendwie, ne? Mhm. Aber das Dings ist ausgeschlagen. Vielleicht nur, weil er es Alu ist. Ne? Ja, gut. Da oben auch gleiche Spielchen, ne? Die Manschette, Schrott. Mhm. Ja, und sonst so. Hier vorne halt viel feucht. Ja, aber hier soll ja auch anscheinend Wasser verlieren irgendwie, ne? Nur Wasser oder Öl, weil das... Beides. Beides, ne? Das ist so eine Mischung, so eine beides. Emulsion ist das. Beides. Wasser, Öl. Aber das konserviert ja. Ja, deswegen ist es auch so sauber noch von unten. Ja, ich gucke hier hinten nochmal. Ach, was ist das denn für ein Knochen, ey? Sieht aus wie eine Brechstange. Hier, was ist denn mit den Dingern? Sind sie brüchig? Sind sie rissig? Ne, die sieht sehr gut aus. Sitzt das Ding nicht eigentlich immer da hinten irgendwo? Hier ist hinten. Da vorne? zwei. Wie heißt das nochmal? Hardyscheibe. Hardyscheibe, genau. Ja. Ah, hier ist die zweite. Oha. Die sieht schon rissig aus. Die hat einen Riss. Da ist ein großer Riss. Guck mal, Bobbel, da siehst du sogar den Wandler. Cool. Wo ist der Wandler denn? Na, da, das rostige Ding. Das Ding hier? Ja. Geil. Wollte ich schon immer mal sehen. Das Ding sieht ja auch alt aus. Verdammt cool hier. Wow. Aber wo verliert der kleine Wasser? Ja, Bobbel, dann nimm doch mal hier die Pappen ab und geh dem Lenker hier auf den Grund. Du hast hier schon die Pappen abmontiert. Man sieht hier schon ordentlich Kühlmittelaustritt. Ja, auch ja. Ein bisschen Öl. Und hier sehen wir einen Tropfen. Das ist ja ganz cool. Ist natürlich naheliegend, dass es vielleicht der Kühler sein könnte, ne? Hm. Ja, aber der hat auch noch einen Kühler auf dem Kühler, oder? Was ist das? Ist das so ein Ölkühler, oder? Wenn er Klima hat, wird er davor noch einen Klimakühler haben. Und hier ist ein Ölkühler, aber das ist alles trocken. Ölkühler sieht schick aus. Na, hier kommt er. Mal hier. Mhm. Weißt du, wie das zustande kommen kann? Was denn? Guck mal, der Wagen stand 4-5 Jahre in der Garage da, ne? Der Typ sagt da, das Wasser ist alles raus. Mhm. Und da ist ein dicker Wasserfleck auf dem Boden. Jetzt nicht hier, sondern bei ihm in der Garage. Mhm. So, wenn das jetzt die ganze Zeit so tropft und das schon ein Jahr so tropft, sag ich mal, ist ja irgendwann, du denkst, so, dann fährst du auf den Trailer drauf und dann ist das ganze Wasser, was noch in diesem Ding da drin ist, flutscht dann wahrscheinlich ja so raus, oder? Mhm. Deswegen verliert ihr jetzt aktiv gar nicht so viel Wasser. Deswegen ist oben ja auch noch relativ viel drin. Ich habe ja 5 Liter nachgekippt. 5? Ja, gut, wenn das ein Jahr, ne? Oder noch länger schon verliert, verliert er ja schon 3 Jahre. Das ist aber auch noch keinen Druck auf dem Kühler gehabt, weil du noch nie warm warst.
Mhm, das stimmt auch. Stimmt. Also wenn der warm ist, kann auch sein, dass es da einfach rausschiebt. Also bei mir zum Beispiel, ich habe auch einen kaputten Kühler beim, auch beim kleinen Oldtimer da hinten. Ne? Okay, der verliert oder hat angefangen zu verlieren, als er kalt war. Und als er warm war, also sobald er ein bisschen Druck auf dem System hatte, dann hat er sich wieder abgedichtet. Weil diese Kappen an der Seite sind ja aus Plastik. Ne? Die haben sich dann unter Druck irgendwie wieder abgedichtet. Ganz komisch. Okay. Aber jetzt ist er auch im kalten Zustand und immer läuft das raus. Egal was. Schön. Also das, die einzige Abhilfe hier ist, dass man sich einen neuen Kühler holt. Genau. Aber ich glaube, die sind nicht so teuer. Ja, die Schläuche sehen aber eigentlich alle also nicht gut aus, aber auch nicht offen. Besser als bei Audi, ne? Ja. Da soll es ja viele Probleme geben, ne? Gut, vielleicht weiß der Chat mehr. Ist das ein bekanntes Problem, dass der Kühler mal feucht wird unten rum? So, und deine Servo, das kommt da von oben auch ein bisschen runter, ne? Hier an der Klima hängt auch ein bisschen Servoflüssigkeit. Hm. Die scheint auch nicht mehr so dicht zu sein. Also Servopumpe muss wahrscheinlich neu sein. Wolltest du nicht auffüllen? Habe ich. Ach, hast du, aber nicht. Das wurde besser. Das wurde besser? Ja. Auch on-cam? Nicht on-cam? Nichts. Mann, aber da, das sind die Momente. Ja, ich habe es direkt am Anfang gemacht, bevor wir das Auto überhaupt bewegt haben, war ein bisschen dumm. Aber daran merkt man, das ist eine Herzenssache, dass du die Kamera schon vergisst. Weißt du, mein Schätzchen muss laufen, ich muss das Ding auffüllen. Dann ja, vergisst du schon zu füllen, ey. Nee, das war, das habe ich schon vorab gemacht. Dann hat es sich auf jeden Fall besser angehört. War nur so ein kleines Geräusch, so. Also ein bisschen. Aber nicht mehr dieses. Ne? Gut, ja, wir haben so ein bisschen Diagnose gemacht, wir haben eine kleine Bestandsaufnahme gemacht, wir haben ein bisschen auch ausgebaut schon, ne? Also 140 Projekt, ich bin heiß, ich habe Bock, dass das Ding läuft, ich will über den Kiez auch ohne Wasserverlust und ohne Zündaussetzer vom Motorkabelbaum, da wird noch ein bisschen was gemacht werden müssen. Ja. Und dann brauchen wir auch noch TÜV, ne? Haben wir da das Poltern schon on-cam thematisiert, damit der Chat vielleicht noch schreiben kann? Man hört es in einem Video. Oh. Hinten, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Okay. Hört man das Poltern von hinten links extrem, von hinten rechts etwas? Der Vorbesitzer hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, ne? Der meinte ja, dass es von dem Fahrwerk kommt, was hier zusätzlich eingebaut worden ist. Das sind ja nur Federn, weißt du? Eigentlich sind es nur Federn, ja. Ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen. Allerdings hat dieses Fahrzeug ein adaptives Fahrwerk. Mhm. Ja, hat sonst nicht viel, aber das hat er ja wieder so typisch, ne? Was wahrscheinlich auch diverse Probleme bereiten kann. Und ich weiß nicht, ob das mit Tieferlegung so in Kombination so überhaupt funktioniert. Mhm. Schreibt's in den Chat, schreibt's in die Kommentare, ihr wisst es meistens besser. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, vielleicht ist dann der Taximotor ja schon da, ne? Dann, das wäre schön, ne? Wäre auch mal ganz schön, dass ich auch nochmal den ML abmelden oder das Eiko, ne? Den ML nochmal abmelden darf. Kann ich nochmal. Dass man da auch mal ein Daily wieder hat. Und bis dahin, macht's gut, Freunde. Tschüss, lasst ein Like da. Tschüss, ja. Bundeskasse hat auch schon wieder Steuern abgebucht, ne? Oh. Ja, 460, ne? Teurer Diesel. Teurer Diesel, ne? Das kann jetzt noch teurer werden, Leute. Oh, oh. Gut, tschüss, ja. Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleep is. I got a queen, she lit me to evening. She ripe like a peach and she snapped me to snippet. And well overdue for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Silhouette with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with